Hallo meine werte Community und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Woche. Ich habe für euch mal wieder ein gruseliges Video, das tatsächlich einen Tag verspätet kommt, weil ich gestern Abend noch auf einem Fest bei uns hier in der Nähe war. Das war so ein Abschluss, deswegen habe ich das Video auf heute verschoben, da ich gerne für euch in den Kommentaren da sein möchte. Und ja Leute, ich bin wieder froh, euch mit einer Geschichte die Woche versüßen zu dürfen. Und ansonsten bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, wir hatten beim letzten Video irgendwie 30 oder 40 Euro an Thanks gesammelt und das ist wirklich, wirklich heftig, denn dafür, dass der Hype irgendwie ziemlich abgeflacht ist eigentlich und das nur so eine Anfangsphase war, so hey, wäre cool, wenn ihr mich supportet, finde ich das schon ganz schön heftig, dass ja, ihr mich trotzdem weiterhin so unterstützt und ja, deswegen gehen ganz viele Küsschen und ganz viele Herzchen raus an euch Leute. Hab euch mega lieb und ja, halte euch auch nicht mehr länger auf. Wir sehen uns in den Kommentaren, wenn ich mal wieder alles beantworte. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichte. Bevor ich in die Situation gerate, in der ich mich jetzt befinde, braucht ihr wohl eine Vorgeschichte, damit ihr versteht, was hier passiert. Morgen ist ein großer Tag, was Kumpel? Sagte mein Vater, während er einen Schluck von seinem heißen Morgenkaffee nahm. Nun, nicht wirklich. Ich werde nur 15, nicht 18, Dad. Sagte ich kichernd. Nun, da hast du recht, aber vergiss es nicht. Sagte Papa und warf mir dieses Mal einen kalten Blick zu. Das war ungewöhnlich für ihn, denn normalerweise ist er ein sehr herzlicher Mensch. Stimmt, sagte ich, wobei mein Lächeln nun schwächer wurde. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was hat das zu bedeuten? Nun, das geht schon seit mehr Generationen so, als mein Vater zählen kann. Wenn ein männlicher Angehöriger dieser Familie 15 Jahre alt wird, bekommt er eine Liste mit Regeln, die er bis zu seinem 20. Lebensjahr befolgen muss. Warum mit 15 und nur bis 20? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall seltsam. Tatsächlich wusste ich auch nicht, was passiert, wenn man eine der Regeln bricht, da niemand aus meiner Blutlinie das bisher getan hat. Aber bald werde ich es herausfinden. Denn, naja, heute habe ich eine der Regeln gebrochen. Nach 3 Jahren, in denen ich sie befolgt habe, habe ich eine gebrochen. Und nachdem ich sie gebrochen hatte, begannen seltsame Dinge zu passieren. Dieses Ereignis ist schon eine Woche alt, aber in letzter Zeit wird es immer schlimmer. Also schreibe ich das als etwas, woran ich mich erinnern kann, falls mir etwas passiert. Nun, du solltest dich für die Schule fertig machen. Der Bus ist fast da. Mein Vater war jetzt so sehr darauf konzentriert, mich anzuschauen, als ob er sich jedes Detail von mir merken wollte, dass er aus Versehen seinen Kaffee verschüttete, als er nach der Tasse greifen wollte. Ist alles in Ordnung? Sagte ich, jetzt ein bisschen besorgt. Ja, alles in Ordnung. Ich räume das auf, bevor deine Mutter nach Hause kommt. Du weißt ja, wie sie ist. Sagte er und griff bereits nach dem Wischmopp. Und außerdem muss ich mit dir darüber reden, wenn du nach Hause kommst. In Ordnung. Also, ich mache mich auf den Weg. Sagte ich, als ich zur Tür ging. An diesem Tag hatten wir ein Wissenschaftsprojekt zu machen, einen ausbrechenden Vulkan, den ich natürlich mit der Hilfe meines Vaters mit Bravour gemeistert habe. Der Rest des Tages war allerdings ziemlich langweilig und ermüdend. Ich hatte zum Glück keine Hausaufgaben, denn die Lehrer waren heute gut drauf. Als ich um 14 Uhr nach Hause kam, bin ich direkt in die Küche gegangen. Nachdem ich gegessen hatte, ging ich in mein Zimmer und schaute ein paar Filme und spielte ein paar Spiele auf meiner Konsole. Dann wurde es Abend. Ich hörte, wie mein Vater an die Tür klopfte. Hast du etwas Zeit, Kumpel? Fragte mein Vater mit seiner üblichen warmen Stimme, aber es lag auch ein wenig Sorge in seinem Ton. Ja, Dad, du kannst reinkommen, sagte ich, weil ich wusste, worüber er reden wollte. Mann, Mann, du solltest dir ein bisschen aufräumen, schlug er vor, als er sich kurz umsah. Ja, da hast du vermutlich recht, sagte ich mit einem Kichern. Lass mich raten, Papa. Es? Nun, mein Sohn, es, sagte mein Vater, der jetzt ernster aussah, als ich ihn je gesehen habe. Im Allgemeinen war er ein ziemlich entspannter Kerl.
Nun, dann erzähl mal. Du weißt alles über die Geschichte dieser Liste, richtig? Ich denke schon, sagte ich zweifelnd. Auch über den, der uns damit verflucht hat und warum? Fragte mein Vater mit einer hochgezogenen Augenbraue. Hä? Ich kenne weder den Grund noch die Person, die hinter all dem steckt. Genau richtig, sagte mein Vater und begann die vermeintlich große Geschichte. Damals um 1500 herum, ich kann mich nicht mehr an das genaue Datum erinnern, aber es war ungefähr um diese Zeit, war ein Familienmitglied ein bekannter Dieb. Er war dafür bekannt, dass er alles stahl, was er in die Finger bekam. Schmuck, Lebensmittel, Kleidung, und er kam davon, denn er war erst 15 Jahre alt, sehr flink und hatte eine gute Ausdauer. Nun, dieser Dieb baute eines Tages großen Mist. Ach Papa, das klingt wie eine gute Nachtgeschichte. Ich sprach mit einem breiten Lächeln, fast einem Lachen. Lass mich ausreden, Kleiner, sagte mein Vater, der nun ein wenig wütend wurde, weil ich die Sache nicht ernst nahm. Stimmt, tut mir leid, Dad. Wie ich schon sagte, er hat es vermasselt. Er fand heraus, dass in den Wäldern in der Nähe eine alte Dame lebte, die einfach nur ihre Ruhe haben wollte, weit weg von all dem Lärm in der Stadt. Aus irgendeinem Grund hatte sie eine seltsame Menge an Schmuck in ihrem Haus. Er wusste das und beschloss, sie in der Nacht auf den nächsten Tag auszurauben. Der nächste Tag kam, und der Tag wurde zu Nacht, und er schlug zu. In aller Eile nahm er alles mit, was er tragen konnte. Goldene und eiserne Ringe mit kleinen Diamanten an der Spitze, goldene Armbänder und Halsketten, alles. Dann rannte er unerkannt davon, so dachte er zumindest. Am nächsten Tag ging er stolz durch die Stadt und erzählte seinen Kumpels, was er in der Nacht zuvor gesehen hatte. Seine Kumpels erstarrten, als sie alles hörten. Kumpel, du hast es versaut, Mann. Ja, Mann, du bist tot. Ach, wovon redet ihr eigentlich? Es ist nur eine alte Dame. Was kann sie schon tun? Mir nachlaufen? Sagte der Dieb und lachte hysterisch. Diese Dame, du Schwachkopf, ist eine Hexe. Und was du gestohlen hast, war ihre Privatsammlung, von denen sie einige selbst hergestellt hat. Diese alte Schachtel? Eine Hexe? Ihr wollt mich doch verarschen. Die Oma kann kaum noch laufen. Die ist doch keine Hexe, Mann. Buddy, ich sag's echt nur ungern. Aber schlaf mit einem offenen Auge, mein Freund. Schlaf mit einem offenen Auge. Sagte einer seiner Kumpel und begann zusammen mit den anderen wegzugehen. Ja klar, was auch immer. Dann machte er sich auf den Weg, um die gestohlene Ware an einen Bekannten zu verkaufen. Dad, woher kennst du den genauen Dialog, wenn er vor Hunderten von Jahren passiert ist? Fragte ich ihn, immer noch davon überzeugt, dass er mir nur Angst einjagen wollte. Nun, er wurde von Generation zu Generation weitergegeben und schließlich an uns. Ich kann ihn auf keinen Fall nicht kennen, da so viele Mitglieder dieser Familie dasselbe gesagt haben. Darf ich jetzt? Sicher, nur zu. Ich war nun skeptisch, ob es sich um eine Fälschung handelte oder nicht. Als er seinen sogenannten Kontakt erreichte, fragte ihn auch, woher all das Gold und den Schmuck hatte. Denn es war das Jahr 1500 und es war äußerst selten, überhaupt einen Ring zu bekommen. Als er dem Mann die Geschichte erzählte, wurde sein Gesicht blass. Er sagte ihm sofort, er solle den Laden verlassen und nie wiederkommen. Mein Gott, schön und gut, ich gehe, aber das ist dein Pech. Jetzt verschwinde von hier. Das Einzige, was ich verliere, ist ein dummer Kunde, sagte der Ladenbesitzer und hob wütend die Faust. Der Junge ging nach Hause. Seine Eltern waren noch unterwegs und versuchten Äpfel, Tomaten und anderes Obst zu verkaufen, um einen Penny zu verdienen, damit sie noch einen weiteren Tag leben konnten. Also versteckte er seine Schätze unter dem Bett. Es war 22 Uhr. Er war müde von all dem Herumlaufen und beschloss, ins Bett zu gehen. Das war der letzte Tag, an dem er jemals wiedergesehen wurde. Als der nächste Tag anbrach, war er nicht in seinem Bett und auch die Unterseite des Bettes war leer. Seine Eltern waren am Boden zerstört. Sie erfuhren auch, dass der Ladenbesitzer zusammen mit all seinen Freunden, mit denen er an diesem Tag in Kontakt gekommen war, verschwunden war.
Die Eltern erfuhren von einem Freund seiner Freunde, dass er die alte Hexe bestohlen hatte und hörten sofort auf, nach ihm zu suchen, da sie wussten, wozu sie fähig ist und was sie tun wird, wenn sie gestört wird. Sie betrauerten den Tod ihres Sohnes bis zu ihrem eigenen Tod. Niemand weiß, was in dieser Nacht geschah, aber seit diesem Tag haben alle männlichen Kinder jeder Generation mit 15 Jahren eine Liste mit Regeln erhalten. Manche sagen, das sei ihre Art, dafür zu sorgen, dass die Kinder verantwortungsbewusst sind. Andere sagen, es sei ihre Art, sich zu rächen. Niemand weiß es. Aber warum bekommen nur die männlichen Kinder die Regeln? Fragte ich meinen Vater in der Hoffnung, dass er keine Antwort hatte. Aber die Art, wie er mich ansah, verriet mir, dass er eine hatte. Nun, weil Jungen bekanntermaßen eher Regeln brechen als Mädchen. Und das Kind, das hier gestohlen hat, war männlich. Also machte es Sinn. Sagte er zu mir und hoffte, ich würde es verstehen. Und das tat ich. Also bitte, fügte er hinzu. Wenn du morgen die Liste bekommst, halte dich an jede Regel. Auch wenn manche absurd oder lächerlich klingen. Okay? Er flehte mich an. In Ordnung, gut, das werde ich. Danke, mein Sohn. Jetzt geh ins Bett, es ist schon ziemlich spät. Deine Mutter und ich haben eine große Überraschung für dich vorbereitet, sagte mein Vater, während er mir einen Kuss auf die Stirn gab. In Ordnung, danke, dass du mir die Geschichte der Liste erzählt hast. Gute Nacht, Papa. Schlaf gut, fügte er hinzu, als er bereits die Tür meines Zimmers schloss. Gut, jetzt wo ihr alles mitbekommen habt, will ich euch die Regeln erzählen und darüber, welche ich gebrochen habe. Als ich am Morgen nach diesem Tag aufwachte, lag auf meinem Nachttisch ein gelbes Blatt Papier. Das Papier wirkte alt und veraltet, als stamme es aus einem Buch, das vor Hunderten von Jahren geschrieben wurde. Die Ränder des Papiers hatten ein wellenförmiges Muster. Die Schrift war rot und bei näherer Betrachtung sah sie so aus wie getrocknetes Blut. Ich beschloss, es nach dem Essen zu lesen. Mit vollem Magen denke ich besser. Als ich in die Küche ging, warteten meine Eltern schon mit frisch gebackenen Pfannkuchen auf mich, meine Leibspeise. Als ich mich setzte, brachte mir meine Mutter mein Glas Milch und mein Vater ergriff das Wort. Und? Sind die Regeln aufgetaucht? Aufgetaucht? Sagte ich verwirrt. Schreibt ihr sie nicht? Meine Eltern sahen sich kurz an und drehten sich wieder zu mir um. Meine Mutter fuhr fort. Ich fürchte nicht, Schatz. Die Liste taucht einfach in deinem Zimmer auf, wenn du 15 wirst. Na, das ist ja komisch. Ja, sagte mein Vater. Hast du sie gelesen? Noch nicht. Warum? Wie, du hast sie nicht gelesen? Leg die Gabel weg, sagte mein Vater, immer noch so ernst wie damals, als er das Zimmer betrat. Mein Gott, jetzt darf ich nicht mal mehr essen? Sagte ich genervt. Du darfst, fuhr meine Mutter fort. Aber auf der Liste der Regeln steht vielleicht eine Übung vor deinem Frühstück. Das soll wohl ein Witz sein, sagte ich und warf meine Hände hoch. Warte hier, ich hole es für dich und du liest es mit uns, sagte mein Vater und ging auf mein Zimmer zu. Na, großartig, rief ich ironisch aus, mehr zu mir selbst. Was passiert, wenn ich mich nicht an die blöden Regeln halte? Fragte ich mehr zu mir selbst und wurde frustriert, aber meine Mutter hörte mich. Schatz, das wissen wir nicht, okay? Wir wollen nur das Beste für dich, und das weißt du auch. Ja, wie auch immer. Als ich das zu Ende gesagt hatte, kam mein Vater zurück. Die Regeln lauteten wie folgt. Regel Nummer 1. Bevor du das Haus verlässt, öffne alle Fenster und lass sie offen, bis du nach Hause kommst, egal wie kalt es draußen ist oder wer bei dir wohnt. Regel Nummer 2. Wenn du den ganzen Tag über Menschen hörst, die dich rufen, wende dich nicht den Geräuschen zu, sondern lauf in ein Gebäude und bleibe dort 5 Minuten lang. Dann verlasse es und eile zu dem Ort, an dem du bist. Regel Nummer 3. Um genau 14 Uhr gehst du auf die Straße und wirfst deine Münze zu dem alten Mann, der in der Ecke sitzt. Er wird immer da sein und auf dich warten. Nachdem du ihm die Münze zugeworfen hast, drehst du dich einfach um und gehst. Spreche nicht mit ihm. Regel Nummer 4. Wenn mitten am Tag die Sonne hell scheint, sage: Oh Herr, danke für das Licht.
Regel Nummer 5. Komme vor 20 Uhr nach Hause. Wenn du das Haus betrittst, könnte es einen seltsamen Geruch geben. Wenn es einen gibt, gehe schnell ins Bad und sage zum Spiegel: Du bist nicht willkommen. Geh! Schließe danach so schnell wie möglich die Fenster. Wenn der Geruch nicht vorhanden ist, schließe einfach die Fenster. Regel Nummer 6. Nach 21 Uhr darfst du nichts mehr essen. Und von dieser Stunde an bis 7 Uhr morgens darfst du nur noch Leitungswasser trinken. Regel Nummer 7. Wenn du irgendwann in der Nacht aufwachst und in der Ecke deines Zimmers ein Schatten steht, der dunkler ist als die Nacht, dann schließe deine Augen fest und bewege dich nicht. Denn er weiß, wenn du ihn beobachtest. Bleib so, bis du das Gefühl hast, dass die Präsenz weg ist. Versuche dann wieder einzuschlafen. Regel Nummer 8. Wenn du morgens aufwachst, vergewissere dich, dass in deinem Zimmer alles in Ordnung ist. Und wenn nicht, dann bring es in Ordnung, bevor du etwas anderes tust. Ist das alles? Fragte mein Vater. Ja, das ist alles, was es gibt. Seltsam. Normalerweise bekommt jedes Mitglied dieser Familie 10 Regeln. Naja, vielleicht ist, ich weiß nicht, der Fluch verblasst. Ja, vielleicht, sagte mein Vater. Geh jetzt in dein Zimmer und sieh nach, ob irgendetwas fehl am Platz ist. Ach ja, richtig. Ich bin gleich wieder da. Ich ging in mein Zimmer, um nachzusehen, ob irgendetwas seltsam war. Ich schaute genau nach, aber es gab nichts, was mich störte. Also ging ich zurück in die Küche. Ist irgendetwas nicht in Ordnung, Schatz? Fragte meine Mutter und klang ein wenig besorgt. Nein, alles in Ordnung, sagte ich, zufrieden, dass ich endlich mein Frühstück essen konnte. Nachdem ich mein Frühstück gegessen hatte, riefen mich meine Eltern ins Wohnzimmer. Wie versprochen, Kumpel, haben deine Mutter und ich ein Geschenk für dich, sagte mein Vater und bedeutete mir, ihnen zu folgen. Als ich näher an das Geschenk herankam, sah ich, dass es ein ziemlich großer Karton war. Ich nahm ihn in die Hand und schüttelte ihn, um zu sehen, ob sich etwas bewegte und ob er schwer war. Die Schachtel war nicht sehr schwer, aber es war definitiv etwas Großes darin. Sag mal, willst du ihn öffnen oder nur weiterschütteln? Sagte mein Vater mit einem Kichern. Ich öffnete die Schachtel und was ich darin sah, erhellte meinen ganzen Tag und ließ mich für eine Sekunde die Regeln vergessen. In der Schachtel befand sich die Konsole, die ich mir gewünscht hatte, seit ich 10 Jahre alt war. Eine Xbox 360, zusammen mit einigen Spielen dafür. Ich stellte die Schachtel auf den Boden, umarmte meine Eltern ganz fest und bedankte mich herzlich. Nun übertreibe es nicht. Du kannst damit spielen, wenn du mit den Hausaufgaben und dem Lernen fertig bist. Und zwar nur bis 22 Uhr. Verstanden? Ja, das ist kein Problem für mich, sagte ich, immer noch sehr glücklich. Jetzt, Schatz, fügte meine Mutter hinzu, solltest du dich auf den Weg zur Schule machen, damit du nicht zu spät kommst. Ja, das sollte ich, fuhr ich fort, während ich meinen Rucksack holen ging. Ah, und Kumpel, nimm auch die Liste mit, damit du aufpasst, dass du nicht gegen die Regeln verstößt. Ja, verstanden. Danke. Seit diesem Tag bis jetzt hatte ich die Regeln befolgt, als wären sie die Bibel. Jeden Tag habe ich darauf geachtet, dass ich nicht gegen eine verstoße. Das änderte sich vor einer Woche, als ich endlich beschloss, ein Haus zu kaufen und auszuziehen. Seit ich 16 war, habe ich Geld gespart und gejobbt, wo ich konnte. Das Haus war ziemlich weit weg von meinen Eltern, aber es war in der Nähe der Universität, an der ich angenommen wurde. Also verabschiedete ich mich endgültig, stieg in mein Auto und fuhr zu meinem neuen Haus. Es dauerte nicht lange, bis ich eine Regel brach, nachdem ich alles gekauft hatte. Bett, Geschirr und den Rest der Möbel. Natürlich habe ich auch nicht vergessen, einen schönen Spiegel für das Badezimmer zu kaufen, falls es mal riechen sollte. Das habe ich insgesamt einen Monat gemacht. Gleich danach habe ich die Fensterregel gebrochen. Lasst mich das erklären. Ich bin eines Morgens aufgewacht und habe festgestellt, dass ich mehr geschlafen habe, als ich sollte. Nun, ich sollte um 7 Uhr aufstehen, habe aber bis um 8 Uhr geschlafen und meine Schicht begann um 8.30 Uhr. Ich kam zurück, überprüfte mein Zimmer auf Anomalien und ging zum Essen. Nachdem ich gegessen hatte, wusch ich mich und zog mich an. In meinem Dunst hatte ich vergessen, die verdammten Fenster zu öffnen. Mein Arbeitstag war gelinde gesagt seltsam.
Am Rande meines Blickfelds konnte ich Schatten sehen, die auf rituelle Weise tanzten. Aber wenn ich mich umdrehte, war da nur die langweilige normale Welt. Keine Schatten, außer denen von nahenden Gegenständen und Menschen. Aber es wurde noch merkwürdiger. Erinnert ihr euch noch an die Regel mit den Geräuschen? Nun, ich habe nie welche gehört, bis zu diesem Tag. Schlimmer ist, dass sie von den Schatten kamen, die am Rande meiner Augen lebten. Es waren schwache, aber raue Flüstertöne, von denen ich einige verstehen konnte. Komm her, hab keine Angst. Umarme uns. Komm schon. Du brauchst keine Angst zu haben. Aber andere klangen wie zufälliges Gemurmel. Ich dachte, ich würde wahnsinnig werden. Die Schatten tanzten immer beunruhigter und das Geflüster wurde immer lauter, je mehr ich den Tag verbrachte. Du hättest dein Fenster öffnen sollen. Was? Was? Als ich den Satz zur Hälfte beendet hatte, machte es Klick. In meinem morgendlichen Dunst und Schläfrigkeit habe ich vergessen, das verdammte Fenster zu öffnen. Nun, ich musste nach Hause und wenn ich sie jetzt öffne, wird das Problem vielleicht gelöst. Ich hatte Glück, dass mein Chef und ich uns gut verstanden und er mir früher freigab. Ein paar Minuten später kam ich nach Hause und als ich mein Haus betrat, konnte ich es nicht glauben. Meine Möbel standen auf dem Kopf, einige Gläser lagen auf dem Boden und waren in hunderte winzige Teile zerbrochen. Wie ein Puzzle. Verdammt, mein ganzes Leben war ein Puzzle geworden. Ich machte mir nicht die Mühe, das Durcheinander aufzuräumen, sondern öffnete alle Fenster. Und nein, dieses Mal gab es keinen Geruch. Was für ein Glück, nicht wahr? Aber das Geflüster hörte nicht auf. Selbst jetzt, wo ich dies aufnehme, hören sie nicht auf. Und die Dinge, die sie zu mir sagen, lassen mich am Wahnsinn zweifeln. Manchmal fangen sie an zu schreien. Es ist deine Schuld. Es ist deine Schuld. Es ist deine Schuld. Immer und immer wieder. Als ich einmal zusammenbrach und sagte... Halt die Klappe! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Hörten sie auf, für eine Sekunde. Dann fingen sie an, hysterisch und wahnsinnig zu lachen. Ich konnte nicht schlafen. Ich wurde immer müder und fing an zu trinken. Das fing alles letzte Woche an, wie ich oben sagte. Ich habe das Trinken vor ein paar Tagen aufgegeben, aber sie sind immer noch da. Bitte, wenn niemand weiß, was los ist, bitte helft mir. Bitte!